1948 befand sich hier im Schloss ein Krankenhaus, die sogenannte Lungenheil- und DBC-Anstalt von Waldenburg. In den 70er Jahren begann man mit dem Einbau eines sogenannten Zwischendecks. Im unteren Bereich befand sich eine Bronchoskopie sowie eine Röntgenabteilung, während in diesem oberen Bereich oberhalb der Zwischendecke ein Speisesaal für Ärzte und Schwestern eingerichtet worden ist. Diese Brüstung wurde dazu abgenommen und im Keller eingelagert, sodass wir sie bei der Erneuerung dieser Rekonstruktion unserer Kapelle wieder zum Einsatz bringen konnten.